Hallo und herzlich willkommen zum 24. Dezember zu Heiligabend. Frohe Weihnachten wünsche ich euch, Leute. Wir machen heute das 24. Türchen, beziehungsweise ein großes Päckchen auf. Und da freue ich mich sehr drauf. Und Leute, ich hoffe, ihr habt heute einen wunderschönen Heiligabend, beziehungsweise einen wunderschönen Tag. Werdet reich beschenkt, verbringt viel Zeit mit der Familie, was sehr wichtig ist. Und ja, wir gehen mal direkt in dieses Päckchen rein. Und ja, Leute, kommt bei euch eigentlich der Weihnachtsmann oder das Christkind? Bei uns kommt nämlich meistens immer der Weihnachtsmann und wir sehen schon, was hier drin ist. Bis auf eine Ausnahme, da kam mal das Christkind, Leute. Wir haben einmal eine Rayquaza C-Level X10 Box. Aber Leute, bevor ihr jetzt ausschaltet, das ist noch nicht alles. If you can see it, wir haben hier einmal ein X Dragon Frontiers Pack dabei. Und Leute, wenn ihr Bescheid wisst über das TCG, hier in diesem Set befindet sich das Glurak Goldstar. Das heißt, wir haben hier eine Chance, ein boosterfrisches Glurak Goldstar auf Deutsch selber zu pullen. Oh my gosh. Leute, ich bin gehypt. Und ich will jetzt in diese Tinbox rein und ich zeig's euch einfach mal. Hier sind drei Booster drin und wenn ihr vielleicht nicht die Fans von Diamant und Perl seid, dann kann ich das absolut verstehen. Aber ich habe gedacht, ich will was Cooles aufmachen und was Cooles, mit dem ich selber auch zufrieden bin, beziehungsweise was ich selber auch unbedingt aufmachen möchte. Und das ist so eine Tinbox, die ist aus dieser, aus meiner aktiven Zeit, wo ich mit Pokémon quasi angefangen habe oder so mittendrin dabei war, 2009. Von 2009 ist die Tinbox und die gab es sogar relativ günstig, deswegen habe ich mir einfach gedacht, yo, komm, wir holen uns einfach mal die Tinbox. Ich habe da richtig Bock drauf, die aufzumachen. Und ja, deswegen habe ich sie mir jetzt geholt und deswegen steht sie jetzt hier. Und Leute, wir haben einmal das Rayquaza C. Oh man, die Karte ist super gerippt. Rayquaza C Level X. Und ja, ich weiß nicht, ob man es... Ich glaube, man kann es erkennen, dass die Karte einfach übelst gebogen ist und fertig ist. Aber das ist ja egal. Die war ja schon relativ lange hier drin. Und wir haben hier drei Packs drin, die wirklich die persönlich, also die ich persönlich sehr cool finde. Und also die Mischung gefällt mir. In den Englischen sind zwar vier Booster drin, aber wir haben einmal Platin Aufstieg der Rivalen. Dann haben wir ein normales Platin Pack und ein Diamant und Perl ewig begegnen. In diesem Pack habe ich meine allererste Level X Karte gezogen. Und Leute, das heißt, diese coolen Packs machen wir jetzt heute auf. Und wir fangen einfach mal mit der Reihenfolge an, wie wir sie hier rausgeholt haben. Und rippen jetzt einfach mal alles hier drauf. Und ja, Leute, falls ihr das Video am 25. gucken sollt, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr so geschenkt bekommen habt oder generell. Ah, yo, Leute. Ich genieße jetzt die letzten Packs von diesem Adventskalender. Ich habe super Bock, die aufzumachen. Und zwar haben wir Tohailo, dann haben wir Esperada, Starmie, beziehungsweise Patrick, Planas, Armbidierfel G, Nidoran, weiblich, Smogon, Nidorino, ein Boyelin als Warriors. Das ist cool. Die Karte ist cool. Die gibt es eigentlich als Holo und ein Gastrodon. Also das Holo für... Ja, hier. Nochmal Gastrodon. Die Karte habe ich, glaube ich, sogar auch irgendwo als Holo. Ich habe übrigens von dem Set hier noch ein Display mal aufgemacht. Das habe ich, das findet ihr auf meinem Kanal, sogar auf der Startseite. Also guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt kommen wir zu Platin. Auch eines meiner Lieblingssets, weil hier einfach Shaymin Level X drin ist. Beziehungsweise die guten alten Shamans. Ich muss sagen, die Drachenleuchten-Shamans haben mir nicht so gut gefallen. Muss ich einfach mal zugeben. Aber die waren doch sehr cool. So, dann haben wir Pokédex, Regenbogenenergie. Team Galactics, Pokédrea. Dann Traunfugil. Enton, Kopffossil. Ups, ein Panzerfossil noch dazu. Zierpurze, Voltilam als Reverse-Karte und unsere Rare in diesem Pack. Yes, wir haben gerade noch darüber geredet und bekommen ein Shaymin als Holo. Nice, ist zwar nicht die Level-X-Karte, aber da beschwere ich mich auf jeden Fall nicht drüber. Und es ist auch noch diese cute Landform. Nice. So, Diamant und Perl, epische Begegnungen. Sei ein episches Pack. Sei bitte ein episches Pack. Mir fällt auf, dass diese Packs, die ich jetzt gerade aufmache,
von den Sets her gar nicht mehr so leicht zu bekommen sind. Die Platin und die Hardgold, also Platin, Arceus und ultimative Sieger war sehr leicht zu bekommen, die Hardgold zur Silver Packs, aber die hier gar nicht mehr so sehr. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Pack. Und wir haben, Leute, ein Pelipper. Pelipper. So, wir machen das jetzt auch mal noch weg. Krakelo, Arbok, Schneckmack. Oh, Leute, das sind so die, ich sag mal, Kindheitserinnerungen, die jetzt gerade so wieder hochkommen. Oh, cool. Togepi. Wie viele Packs habe ich hiervon aufgemacht? Raupi. Knuddeluff. Lol. What the... Olipumentas. Wieso zur Hölle war die Rare vor... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, alles klar. Und Lepumentas, leider keine Level X in dieser Tinbox, aber das Lepumentas war sogar damals sehr, sehr spielstark. Es war, ist mehr oder weniger fast mit Guterie zu vergleichen. Leute. Puh. Machen wir es auf. Wir machen es auf. Ein EX Dragon Frontiers. Was steht denn hier hinten drauf? Wir reise weiter, als je ein Trainer es gewagt hat, und erforsche die Inseln, auf denen mächtige Drachen-Pokémon herrschen. EX Dragon Frontiers wirst du seltene Delta-Species EX und seit langem erwartete Pokémon Shiny bzw. Goldstar finden. Verbunden mit neuen Kampfmöglichkeiten, wie du sie vorher nie erträumt hättest. Kannst du das Gebrüll in der Ferne hören? Die Dragon Frontiers rufen dich. Ich kann es absolut hören, Leute. Wir machen jetzt ein Pack von 2007 auf. Oh my gosh. Wenn hier ein Glurak Goldstar drin wäre, ich flippe aus. Oder generell, ich will am liebsten, ich habe ja noch ein paar X-Packs da, die möchte ich auch alle aufmachen. Und wenn da irgendwo eine Goldstar drin ist, Leute, dann pure Eskalation. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie der Kartentrick hier geht, bevor ich jetzt irgendwas Spoiler. I don't know. Drei Stück, ich nehme mal drei Stück. Ich weiß jetzt nicht, da war jetzt gerade die Reverse halt vorne. Machen wir es jetzt einfach mal so. Vielleicht haben wir da ein paar Common-Karten vorher, um die Spannung so ein bisschen aufzubauen. Und zwar haben wir hier ein Vibrava als Delta-Species. Dann haben wir Pupita, auch als Delta Species. Oh, diese Karten, die waren so cool. Dann haben wir Nidoran, weiblich. Ein Ladybar, auch als Delta Species. Oh, diese Delta Species Karten sind aber so cool. Dann haben wir ein Vulpix, als Clay Art. Das habe ich irgendwo noch als Reverse stehen. Dann haben wir Lavita, als Delta Species auch natürlich. Dann haben wir das Xatu als Reverse Rare, was wir ja schon gesehen hatten. Und oh man, ich weiß nicht, ob man es auf Kamera... Doch, man kann es erkennen, aber diese... Sie sind so, so sick, die Reverses. Sie sind einfach so gut. Unsere Rare ist leider nur ein Schlurp. Leider nur ein Schlurp. Und dann haben wir noch ein Igelava. Schade, schade. Aber, Leute... Ich habe insgesamt noch drei von diesen Packs und noch mehrere X-Packs und ja, die werden wir auf jeden Fall auch noch aufmachen. Und Leute, damit wäre es das gewesen von meinem Adventskalender. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich mache wahrscheinlich auch noch ein Recap dazu. Übrigens, Leute, morgen kommt noch ein Extra-Video quasi. Ich habe mal wieder einen Postfachbrief bekommen. Danke dafür auf jeden Fall. Den machen wir auf jeden Fall morgen auf. Da gibt es quasi das Extra-Türchen. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender fandet. Ich fand's super nice, mal wieder ein bisschen mehr Stuff aufzumachen. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Auch dieses ganze positive Feedback hat mich sehr, sehr gefreut, muss ich doch ganz ehrlich sagen, weil viele Leute gesagt haben, sie fanden's cool, sie fanden die Booster-Mischung cool. Das war auch das, was ich erreichen wollte. Ich wollte, wie gesagt, einfach coole Packs reinmachen, die mir selber Bock haben oder wo ich selber richtig Spaß dran hatte. Oder Spaß dran habe, die aufzumachen, wie eben die Oldschool-Packs. Deswegen kamen halt mehr Oldschool-Packs als andere Packs. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch doch trotzdem gefallen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall mal morgen wieder zu dem Extra-Opening. Das Gewinnspiel wird übrigens auf jeden Fall noch aufgelöst. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, beziehungsweise es gibt ja zwei Gewinnspiele in Adventskalender-Videos. Falls ihr da noch nicht mitgemacht habt, Leute, sucht diese Videos, macht da noch mit. Ich werde sie, denke ich, am zweiten Weihnachtsfeiertag auflösen. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit, da jetzt mitzumachen. Und ja,
An der Stelle wünsche ich euch einfach mal noch einen wunderschönen Heiligabend bzw. frohe Weihnachten, Leute. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage mit der Familie. Ich habe, denke ich, alles dazu gesagt, Leute. Ich habe alles dazu gesagt. Und, nice. Einfach cool. Ich denke mal, von dieser Box muss ich mir immer noch mal eine holen. Ja, muss ich. Ich mache das. Gut, Leute, lasst auf jeden Fall eine Positivwertung da, wenn ich Konstruktivität. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, frohe Weihnachten, bis dann und ciao, ciao.